Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Risen 1. Wo zum Gürger bin ich hier? Das frage ich mich auch, denn ich habe dieses Spiel oder ein ähnliches Spiel aus dieser Reihe noch nie gespielt. Das wurde mir vom guten RPG-Kuger empfohlen. Und ich wollte es mir einfach mal angucken. Goldmünze, Ring und Grog. Lecker Grog, das nehme ich doch mit. Wir gucken uns hier erst ein bisschen um. Am Strand, wir sind anscheinend irgendwie, wir haben gegen ein Monster verloren. Beziehungsweise nicht wir, sondern der Magier, der auf unserer Seite war. Oh, ein bisschen rum, ja, auch mal gut, ne? Muschel, kann man auch mal mitnehmen hier. Ich nehme hier einfach jeden Scheiß an. Ich fühle mich wie bei The Forest. Ich spiele das Ganze übrigens gerade mit Maus und Tastatur, falls sich das später herausstellt, dass es mit Controller besser ist, würde ich natürlich den Controller nehmen. Aber ich will mir hier erstmal alles angucken. Was bist du denn für ein Mistvieh? Wenn ich dich jetzt schon... Oh, ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ja, ist eine schlechte Idee gewesen. Danke für die Info. Die Hintergrundgeräusche sind ein bisschen zu laut. Oh, der kommt mir hinterher. Oh, du bist tot. Ist mir egal. Ich muss weglaufen. Oh, komm nicht hinterher. Geh weg. Kann ich kämpfen? Ich kann nicht kämpfen, ne? Oh, Scheiße. Werden wir schon in den ersten Minuten des Spiels sterben? Man weiß es nicht. Ich will einfach nur weglaufen. Hilfe! Ich habe nach einem neuen Projekt gesucht, da, Sind die jetzt weg? Oh, shit, die sind nicht weg. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Da Enderal jetzt vorbei ist, beziehungsweise ich das Ganze beendet habe. Und was liegt hier noch? Kleiner Heiltrank, nehme ich den mal. Ein Opfer des Sturms. Warte mal, kann ich dich. Ja. Uiuiui. Hilfe! Hilf mir doch! Du brauchst mich nicht anfeuern, ich brauche Hilfe! Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich gehe aber nicht den normalen Weg. Hier hinten war nämlich auch noch ein Weg. Und wenn ich fertig bin, hier verfolgt zu werden, muss ich meine Optionen die Lautstärke ein bisschen anpassen. Tschüss, ihr kleinen Raben. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Wahrscheinlich laufe ich in mein Verderben. Aber ist mir egal. Hellwurzel. Das ist bestimmt so ein Heilkraut. Verfolgen die mich immer noch? Jetzt gehen sie. Sehr gut. Okay, jetzt kann ich mir hier kurz... Moment. Ton, die Sprache ist auf 100, Musik ist auf, Effekte mache ich mal ein bisschen runter, das ist ja hier echt ein bisschen laut gewesen und Hintergrund mache ich auch mal ein bisschen runter. Musik kann ich vielleicht mal so machen, ja, so, ah, 35, ich habe so einen Zahlenfetisch, es muss immer eine gerade Zahl sein oder halt mit 5 irgendwas. So, jetzt so, okay,
So, müsste funktionieren. Fortsetzen. So, jetzt ist es ein bisschen leiser. Zum Glück, dieses verdammte Unwetter. Warum habe ich kein Schwert? Ich könnte mich hier nicht verteidigen. Er konnte auch nicht mit seinen Fäusten zuschlagen. Was ich wahrscheinlich auch nicht getan hätte an seiner Stelle, weil das fucking große Vögel sind. Aber ich sag mal, man muss sich ja irgendwie wehren können. Und wo gehe ich überhaupt lang? Das sind alles Fragen. Stabiler Ast. Jetzt habe ich eine... Oder auch nicht. Kann ich das Inventar öffnen? Ja. Knüppel! Ich muss das erst ausrüsten. Benötigte Stärke 10 von 10. Also ich habe 10 Stärke anscheinend. Das macht mehr Schaden. Das macht mehr Schaden. Okay, dann brauche ich das schon mal nicht. Das kann ich schon mal weg. Pack's mal weg. Kannst du das irgendwie wegschmeißen? Kann ich das... Ich will das ausrüsten, aber das kann ich... Will ich wegschmeißen. Ich kann das nicht einfach aus dem Inventar ziehen. Das ist interessant. Muss ich doch gleich mal einen Apfel essen. Lecker. Aber es heilt mich gar nicht. Warum heilt mich das nicht? Muss ich... Okay, den Ring kann ich anlegen. Okay. Da muss ich mich erst gewöhnen. Wir werden die Sachen nicht, wir werden ja halt nur mit einer grünen Markierung markiert. Und nicht, weggepackt. Wie schlage ich denn jetzt eigentlich zu? Warte mal. Ich hole mal kurz meinen Controller. Das ist so, wenn man anfängt ein Spiel zu spielen, muss man erstmal gucken. Okay, Controller funktioniert gar nicht. Also, erkennt er offensichtlich nicht. Aber wie schlage ich denn mit dem Stock zu? Das wäre jetzt die Frage. Ich muss den erstmal ziehen. Ich habe den jetzt mit mittlerer Maustaste gezogen, okay. Warte mal, und wenn ich... Schwert... das ist ein Schwert und das andere ist ein Stab. Das heißt, mit dem hier könnte ich wahrscheinlich noch... Man zieht das mit mittlerer Maustaste, auch seltsam. Okay, damit schlage ich schneller zu. Damit kann ich wahrscheinlich auch noch ein Schild tragen. Aber weil ich kein Schild habe im Moment, nehme ich mal... den Ast hier. Und dann verprügeln wir mal die Vögel, die uns da im Weg standen. Da unten sitzt da irgendjemand. Das gefällt mir nicht. Ich will erstmal hier diese blöden Vögel verprügeln. Die mich da so belästigt haben. Man muss ja auch erstmal, man muss gleich ankommen. Wisst ihr, das ist wie in der Schule. Ankommen, zeigen, dass man der Chef ist und dann geht's weiter. Ganz easy. Ganz entspannt. So machen wir das. Ist das hier eine Pflanze, die ich aufsammeln kann? Nee. Geht's hier lang? Nein. So, Mr. Vogel. Na, dann komm mal ran hier auf den Meter. Dann komm mal ran hier. Jetzt wollen wir mal sehen, wer hier der Vogel ist, ne? Jetzt wollen wir noch mal gucken. Komm mal her. Wo sind denn die jetzt so? Die sind da hinten bei dieser Tussi. Zumindest einer von denen. Nein, hör auf sie anzugreifen. Du Schwein. Also du musst eigentlich... Alles in Ordnung. Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Aber du hast dich ja schon bewaffnet. Gut. Wenn du bereit bist, sollten wir direkt aufbrechen. Je eher wir Wasser und Nahrung finden, umso besser. Lass uns loslegen. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich würde gerne erstmal im Wald hat sich was bewegt. Vogel verprügeln. Der neben dir steht. Schlag mich nicht! Komm her, du Schwein! Easy! Ganz easy. Mittlerer Maustaste finde ich immer noch ein bisschen... okay, da gewöhnt man sich dann wahrscheinlich dran. Den einen hat sich schon erledigt! Alter! Was ist das denn für eine? Und die hat nicht mal eine Waffe, Alter. Die ist krasser als wir. Mit der will ich mich aber nicht anlegen. Kann ich die Waffe wegstecken? Naja, aber auf der einen Seite ist es schon ganz schön, dass das hier so mit der mittleren Maustaste alles so easy funktioniert. Liegt noch ein Toter. Alles einsammeln, was man kriegen kann, Leute. Ihr kennt das. Das ist ein RPG. Kein muss hier. Die Jagd besser. Danke. Klingenschaden 12, weil das macht mehr Schaden als unser Kampfstab hier. Und das ist ein Schwert. Das heißt, da können wir dann noch ein Schild tragen.
Alter, nice. Hätte ich das mal vorher gefunden, hätte ich nicht mit dem blöden Stock hier auf die Vögel einprügeln müssen. So, eine Fackel haben wir auch gefunden. Bringt Licht ins Dunkel. Okay. Kann man die jetzt nur einmal einsetzen, oder? Also, wenn ich die jetzt wegstecke, ist die weg. Aber ich... Ja, gut. Okay, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Zumindest nicht so, wie es geplant war. Aber gut, ich muss ja erst auch nochmal reinkommen ins Spiel. Ich bin ja noch gar nicht bereit, Leute. Ich bin ja noch hier ganz easy am rumprobieren, wie das hier geht. Und übrigens sehr schlechtes Wetter heute. Ich würde der Alten übrigens gerne meinen Stock geben, damit die überhaupt meine Waffe hat. Aber das ist auch nur so ein Skyrim-Ding. Was noch Intus ist. Wenn die starke Waffen haben, dann sind sie auch nützlicher. Aber ich weiß ja nicht, wie das hier funktioniert. Ich weiß ja, ob gar nicht... Kann man hier eine Begleitung nehmen? Ich kenne das Spiel, wie gesagt, gar nicht. Also ich entdecke das hier alles gerade völlig neu. Völlig... Ne, da will ich nicht sagen. Ich will erstmal zu der Höhle. Könnte sein, dass wir sterben. Wahrscheinlich sogar. Sehr wahrscheinlich. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sage ich mal, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das hat er vorhin vor der Höhle automatisch gesaved. Kann ich hier auch speichern, Spiel, speichern, ja. Naja, Speicher. Okay. Sehr schön. Bring it on! Was immer du... Oh, Trolle! Ne, Gnome! I don't care. Wer ihr seid. Komm her! Natürlich schaffe ich das. Oh, ich wollte ihn auskentern. Komm, einen Schlag noch. Ja! Yeah. Diese Höhle ist mir nicht geheuer. What the fuck? Lass uns doch lieber einen anderen Weg suchen, ja? Warum unterbrichst du mich im Kampf? Hilfe! Komm her, du. Ja. Gut so. Nein. Yeah! Victory! Wer ist der Beste, ja? Wer sagt's denn? Hier gibt's nichts zu holen. Wunderschön und wertvoll. Es gibt Menschen, die damit gut umgehen. Ich gehöre nicht dazu. Okay. Der beste Freund eines Matrosen. Mana plus 10. Mana. Ein Hering. Geh mit den folgenden Zutaten zum Feuer oder Herd. Okay, das ist eine Zutat. Haiwurzel. Bekannt für seine heilenden Wirkung. Das ist Zutat bei Alchemie. Ich nehme den Heilentrank. Gluck, gluck, gluck. Ah, Leben wieder voll. So schnell geht das. Alles nehmen. Er hat auch ein Jagdmesser bei. Kann ich... Oh, das ist ja krass. Kann ich Doppelhand machen? Nee, leider nicht. Oh, schade. Ich hätte gerne in beiden Händen so Jagdmesser. Dann der Zing, 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 zing. Ah! So. Das war rassistisch. Tut mir leid. So. Was haben die mir jetzt gemacht? Ah, ein Feuer. Ich kann noch jetzt. Feuer. Ist gleich Hering. Kann ich das kochen? Feuer oder Herd? Ich hab doch hier ein Feuer. Ich zieh mir das mal. Kann ich mir das hier unten in die Leiste ziehen? Nee. Eine schmackhafte Rübe. Lecker, was ist das? Ein Zahn. Okay. Warte mal. Feuer. Was habe ich denn da aufgehoben gerade? Ich brauche eine Pfanne. Ach, toll. Warum brauchst du denn eine Pfanne? Eine Seemannskiste. Die würde ich gerne noch öffnen. Eine Fackel, Wein und Goldmünzen. Goldmünzen schaden nie, denke ich mal. Goldmünzen sind immer gut. Aber bis jetzt der erste Eindruck gefällt mir echt gut. Heilkraut. Sehr lecker. Hier geht's ja noch weiter in die Höhle rein. Alter Schwede. Kein gutes Gefühl dabei. Kein gutes Gefühl dabei. Oh, 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 oh. Ich speichere schnell das Spiel, weil ich nicht verrecken will. Beziehungsweise ich will nicht nochmal gegen die Goblins kämpfen. Komm her! Oh, scheiße. Komm her, einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Schön rauspullen. Er kommt noch her jetzt hier. Komm her, du Lump. Nein, bring doch nicht deinen Freund mit. Ja, ich passe auf. Alter, der eine schmeißt da mit Messern. Drei Schläge und blocken. Okay, die machen nochmal zwei Schläge. Aber die sind kein Problem für mich, diese Gnome. Wo liegen denn die Leichen jetzt? Hallo? Habe ich die nicht hier irgendwie abgeschlachtet? Egal. Da ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Da sind mehr als eine Kiste. Hä? Warum kann ich die nicht öffnen? Why? I wouldn't open it. Ja. It won't open. Why would it open? Ist hier was drin? War doch gerade an der Kiste dran. Verarsch mich doch nicht, Spiel. Ich muss wahrscheinlich meine Waffe weg. Ja, okay.
Das kann man ja nicht wissen. Wasser, Brathering. Oh, lecker. Lecker Brathering. Ist das schon gebraten? Wahrscheinlich, oder? Muss die Waffe wegstecken, um Kisten zu öffnen. Okay. Das, ist interessant. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir am Anfang so viel Zeug sammeln. Weil wir denn später hier nicht nochmal her müssen. Oh, Krallen, Zähne, Knochen. Das kann man bestimmt irgendwas schmieden später. Oder irgendwie Alchemie-Kram machen. Hey, tiefer in die Höhle zu gehen wäre jetzt riskant. Aber wenn wir schon mal da sind, müssen wir das Risiko auch eingehen. Kann ich den Brathering essen vielleicht? Mit dem hier... Heilkraut esse ich mal. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Brathering. Lecker Brathering. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch genug. Dann probieren wir es nochmal. Kommt her, ihr Gnome. Kann ich die Kristalle jetzt zerschmettern? Nein. Hätte sein können, dass man da irgendwie was abbauen kann. Uiuiui, hier geht's aber runter. Oh, hier ist das. Was ist das? Ein Geldbeutel. Danke. Okay, also ich sollte nicht mit gezogener Waffe rumrennen, weil sonst kann es sein, dass ich hier Sachen übersehe. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich glaube, das war eine Falle. Ist übrigens nicht sehr hilfreich, die Frau. Zumindest jetzt gerade nicht. Oh, ein Skelett. Oh, der hat bestimmt irgendwie eine Rüstung oder sowas. Der sieht aus, als hätte er eine Rüstung an. Dietrich, okay. Rostiges Schwert, das ist doch schon mal eine geile Sache. Ein rostiges Schwert macht... Ah, 10. Ja, okay. Okay, wenn es nur 10 macht, macht es auch keinen Sinn. Dietrich ist schon mal gut. Fast jeden Schlüssel ersetzt das und dein Geldbeutel. Ah ja, okay. Dann haben wir das schon mal erledigt. Armbrust haben wir noch nicht im Moment. Vom Eisenschürzen verstehe ich nichts. Ja. Ich soll, also, das frage ich mich immer. Da verstehe ich nicht, warum man das extra skillen muss. Ich meine, selbst ich, und ich habe noch nie irgendwie was viel handwerklich gemacht, wüsste, dass man da mit einer Spitzhacke einfach draufkloppen muss. Und alles, was so ein bisschen aussieht wie Eisen, aufsammeln müsste. Deswegen ist das so ein bisschen... Das sind immer so Spielmechaniken, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Da hast du recht, Vibe. Da hast du recht. Da steht aber ein Tier, was mir irgendwie nicht gefällt. Und ich will außerdem auch mal zurückgehen. Vielleicht liegt hier noch irgendwas. Das ist wahrscheinlich der reguläre Weg, den wir hätten gehen sollen. Ja. Oh, shit. Hallo, Mr. Tiger. I don't wanna fuck you. Ich bin ein ganz netter. Aber der Typ hat eine Rüstung. Ein hungriger Wolf. Kann ich ausweichen? Ja. Knall mich nicht an, du kleine... Kleine, miese Wolfsratte. Ein Zahn. Was kann man garantiert irgendwas machen? Warte hier. Was? Warum sollte ich... Hä? Okay. Schiffswache. Muschel, rohes Fleisch und Goldmünze. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Captain wir brauchen Obvious. Eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Da war ich schon dabei. Übrigens, Hier stand ich immer mit. Wisst ihr Bescheid, Leute, ne? Wisst ihr Bescheid? Für die Leute, die es jetzt verstanden haben. Bären! Oh, Mann, noch mehr Monster! Geil! Oh, 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 ganz vorsichtig, mein Kleiner. Ganz vorsichtig. Aua, aua, oh, Alter. Drecksvieh. Ich glaube ja wohl, ich spinne. Alter, das hat mich aber jetzt ganz schön hier penetriert. Ich mal meine Heilwurzel essen. Oh, lecker Heilwurzel, geil. Schmeckt meistens nicht so lecker. So, Wurzelglüht. Druiden. Sicherling. Es fühlt sich bisher alles nach einem ganz klassischen RPG an und das gefällt mir schon mal gut. Oh, da ist noch so ein Vogel. Aber die haben wir ja schon, in die Schranken gewiesen. Komm her, du Vogel, du. Denkst du könntest was machen? Das schaffst du. Ich reiß dir deine Federn vom Leib. Ja, nice.
Ich muss nur mal gucken, wie weit, also wie lang die Reichweite ist von dem Schwert. Weil nicht, dass ich hier die ganze Zeit zu kurz haue. Das finde ich Sinn der Sache. Wo geht's hier lang? Kann ich hier lang? Ja, kann ich. Hier geht's dort längs. Hier geht's wieder zu der Höhle, ne? Ja. Das ist der Pfad zur Höhle. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Das macht ja keinen Sinn, jetzt da nochmal hinzugehen. Da haben wir ja schon alles weggelootet und Goblins geschlachtet. Wir sind schon ein krasser Abenteuer, muss man sagen. Also wenn Kurga das gerade guckt, Kurga sei stolz auf mich. Ich habe hier alles getötet, was mir in die Quere gekommen ist. Was? Nee, okay. Alles gut. So, da oben müssen wir lang. Da ist aber auch noch ein Weg. Ich lasse mich sehr leicht ablenken. Ihr merkt das vielleicht. Oh, hier gibt's aber, hier sind auch noch viele Wege. Warte, was liegt hier? Oh, Grünblatt. Vielleicht findet man hier irgendwo eine Pfanne oder so, Leute. Ihr wisst das alles nicht. Man muss auch bereit sein, auf Abenteuersuche zu gehen. Und hier ist irgendwie noch ein Kraut. Grünblatt. Und jetzt sind wir wieder am Strand. Okay. Ah, nee, aber wir sind hier oben. Wir sind gar nicht ganz am Strand, sondern wir sind hier oben. Oh, hello. Aua. Ich bin dran. Ah, gut so, das sieht gerade nicht gut so aus. Das schaffst du. Ja, wenn das Vieh mal angreifen würde. Level up! Nice. Wie mache ich Level up? Wie kann ich... Oh, guck mal hier. Erledigt, Händler, Lehrer. Hefstadt, Vulkanfestung. Okay, das sind dann wahrscheinlich... Das ist mein Tagebuch. Probieren wir hier alle Knöpfe durch. Konnte ich irgendwie aufleveln. C. Ach, C ist Charakter. Schwertkampf, Axtkampf, Stabkampf, Bogen und Armbrust gibt's. Als Kampffähigkeiten. Ich bin gerade ein Level aufgestiegen. Ich bin gar nicht mehr Stufe 1. Geil. Kann ich das Schwert eigentlich drauflegen? Ja, das geht. Cool. Oh, ich habe eine Sichel. Aber das macht nur 10 Schaden. Also macht es gar keinen Sinn, jetzt irgendwie zu benutzen. Kristallmagie. Ah, das ist übrigens das Fenster, wovon ich vorhin geredet habe. Muss man bei einem Lehrer aufleveln? Kann das sein? Und wenn ja, was nehmen wir denn? Schwertkampftalent für das Benutzen von Schwertern und leichten Nahkampfwaffen. Kannst du Waffen mit Kategorie Schwert benutzen können, oder? Ich glaube, Schwert ist dann wahrscheinlich am besten mit Schild geeignet und ist dann mehr so ein Tank-Build. Worauf ich ja eigentlich nicht so stehe. Axtkampf hört sich so schon verlockend an. Das ist mehr so Berserker-Style. Du kannst Waffen für die Kategorie Axt benutzen, sogar Angriffsschaden. Stab, Stäbe und Speere. Auch nicht schlecht, aber das hat meistens nur eine Richtung, in die es schlagen kann, wobei Schwerter und Äxte natürlich schwingen und damit eine größere Fläche abdecken, wie sie angreifen. Hier ist ein Stein, aber hier geht es nicht weiter. Muss man sich im Laufe des Spiels überlegen. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ich machen soll. Aber ich würde sagen, nur auf pure Magie zu gehen, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Wenn, dann würde ich vielleicht eher so ein Kampfmagier bauen, wie ich das schon in Skyrim gemacht habe. Oh, nehme ich mit. So eine Mischung. Das Beste aus beiden Welten. Oh, Heilkraut nehme ich auch mit. Okay, dann gehen wir doch einfach mal wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Sind wir hergekommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Nobody knows. Ja doch, hier sind wir hergekommen. Und da hinten stand noch so ein... Genau, hier steht noch so ein hungriger Wolf. Komm her, du Lappen. Pass auf! Aua, warum? 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 Man hätte ihn nicht gleich umbringen müssen. Er hätte ihn ja nicht gleich umbringen müssen. Also ich verstehe das. Hättest du nicht tun sollen. Verprügel ihn jetzt und dann belebt mich wieder. Danke, EG. Nein, tut sie nicht. Oh, Alter, ich muss echt... Das speichert nicht von automatisch. Das ist ja schon ein bisschen... Das ist ja schon ein bisschen grenzwertig. Okay, krass. Na doch, das hat zwischendurch automatisch gespeichert, aber boah, echt jetzt? Okay, Leute, ich würde sagen, das war jetzt die erste Folge und beim nächsten Mal spiele ich dann so weit, wie wir eben waren und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Und ich muss mir merken, mehr zu speichern und ihr schreibt in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen wollt, was für ein Bild. Also Leute, bis dann und ciao.